Eisbär, Eule, Affe und Schwein vereint. Wenn sie dich finden, bist du nicht mehr einsam. Na, die sind Noobs, da hab ich recht. Wenn sie dich trollen, liegst du im Dreck. Waschbär, Eule, Affe und Schwein vereint. Wenn sie dich finden, bist du nicht mehr einsam. Nein. Da. Ich finde die Konrad-Hexe so. Ja, ja. Was? Ich will hier nicht Social Clap, Dingse. In Ruhe. Social Clap. Nein, die Motorräder. Immer die blöden Fahrräder. Mach Fahrräder. Ja. Ja, Fahrräder. Ja, mach mal Fahrräder. Geht das? Nein! Nein, ist vorgegeben, Motorrad. Oh Mann, ich kann da nichts wechseln. Oh Gott, oh Gott. Schade. Yay. I'm sorry. Oh, I'm sorry. Also ich wäre ja dafür, dass wir beim übelsten Pisswetter fahren. Okay, ist das egal. Sitzung wird gestartet. Der liegt im Train Simulator immer ein. Das ist entspannend. Du weißt Regen. Doch, Roach, ich gehe niemals auf Wünsche ein. Morki, mach was. Lampe! Wieso beleidest du Roach? Nein, Roach ist meine Bitch Nummer 1. Du bist die Schlampe. Warum versteht ihr das nie? Warum ist mein eigenes Motorrad da nicht da? Ah, doch, da ist es doch. Das heißt, ich hab diesmal auch ein eigenes Motorrad. Jazz Hände. Mit grauen Haaren. Boah, Alter, das macht mir echt Angst. Ich weiß, warum bin ich denn weiß? Du hast sogar ein rotes Gesicht. Ist bei Affen also nicht normal, was der Arsch rot? Der Fallier schwarz. Es gibt auch eine Zombie-Affenmaske, ne? Naja, das mit dem roten Arsch können wir ja noch einrichten. Ich, ich glaube, das ist im Real Life schon eingerichtet. Ja, ja. Jetzt bin ich wieder schwarz. Was? Hast du Pigmentstörungen? Ja, ich weiß auch nicht. War ich eben weiß, jetzt bin ich schwarz. Okay, das ist Michael Jackson-Prinzip, oder was? Ja. Krass. Black or white? Ja, wo ist deine Nase hin? No matter if you're black or right. Ich fand das echt schräg, dass er den Song gemacht hat, ganz ehrlich gesagt. Wenn nicht widersprüchlich. Was ist ein Chaos? Achso, weil er diese Umwandlung gemacht hat, oder wie? Er hat halt auch Humor. Schwarzen Humor. Schwärzer als meine Füße. Wow, wow, wow. Nikotin! Yeah, Alter. Baby! Oh, Post! Alter! Wieso bin ich beim... Nein! Bist du auch gestorben, Konrad? Ja. Ja, da stand eine Laterne. Mach Pipi! Wow. Genau, dachte ich auch gerade. Hallo! Hoi! Na, wer ist denn da vorne? Na, wer ist denn da? Meine waren links. Ja, wo ist er denn? Ah, da ist ja der Fabi. Hör mal auf. Zeig dir den Mittelfinger. Was machst du? Nein. Ich hab versucht, dich ganz normal sozial einzuholen. Wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Von hinten. Alter, da hat mich doch so ein scheiß Ass wieder vom Motorrad geholt. Apropos Ass, wo ist denn der Pflasti heute? Der muss zur Politik. Nein, Punkt verpasst. Aha. Sag mal, Konrad, hast du Alzheimer? Das hat er dir doch geschrieben. Ja. Was? Du hast sogar darauf geantwortet. Ja. Ach stimmt, da war ja was. Ja, das ist ja schon mindestens 1,5 Stunden her. Meine Güte, was erwartet ihr denn? Ach, ist immer wieder schön, dass du genauso verpeilt bist wie ich. Konrad, gut, dass du endlich diese Frage stellst. Ich wollte es schon lange sagen, aber wir warten mehr. Was? Von deinem Gedächtnis. Ja, nicht jetzt was sagen, Alter. Boah, Alter, wie sie jetzt springen. Jump, jump! Jump, jump, neue Deutsche, jump, jump! Neue Deutsche Welle. Jump, jump! Aha, aha. Und der Österreich ist vorne bei der deutschen Welle, oder was? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Nein! 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 Yes! Ihr Schweine! Lass Laura spielen! Ihr seid so Idioten! Laura ist was essen, verdammt nochmal! Sie sind doch am Arsch vorbei! Was ist denn passiert?
Was ist passiert? Ich hab's nicht gesehen. Ja, da kommen so zwei Crewmitglieder daher. Ich sag's jetzt mal nett und überhol mich in der letzten Kurve. Einen hab ich ja noch überholt, aber nee, die Eule. Wird mir stinken, wenn ich du bin. Gott, das Sturm. Und mir ging's auch so. Mich haben zwei Crewmitglieder überholt. Oh, ich bin Fünfter. Yeah, endlich ist wieder alles beim Alten. Wie beendet? Ja, dann ist das Karma wieder in Ordnung. Back to the roots. Langsam normalisiert sich wieder alles hier. Boah, Alter, was hat denn der Franzose für einen Wandel gemacht da? Ah oui, oui, je parle fromage aussi. Avec le fromage, Kaffee, c'est très bien, c'est très bien. Ah, bei dem Charakter habe ich Angst, wenn er beim Rennen hinter mir ist. Boah, ich habe Angst vor Tim, ganz ehrlich. Ich habe immer Angst vor Tim. Ich habe was für Storm gewählt. Ja, fliegen, danke. Konrad? Ja? Nur mal zur Info, damit tust du mir keinen Gefallen. Aber Leute, was mit Falli? Kannst du fliegen, Falli? Falli ist hier Fliegerass. Ja, wir fliegen jetzt. Cool. Mach GTA. Da kann man schießen. Nein. Ja, komm, machen wir GTA. Komm. Nein. Mach auf keinen Fall GTA. Er versucht gerade dieses Kiddie-Prinzip. Mach Fahrräder, dann spiel mal E.T. Mach auf keinen Fall GTA. Das ist geil. Mach auf Fahrräder, dann können wir E.T. spielen. Also ich hab diesmal mal auf Tim gehört und kein GTA genommen. Ja, ausnahmsweise hat's mal auf Tim gehört. Oh, das ist aber nett von dir. Ja, ich weiß. Oh, ich hab einen richtigen Kampfjet-Bomber. Oh, warte mal, Flug? Da weiß ich, auf wen ich setze. Du weißt aber schon ganz genau, dass derjenige verlieren wird, wenn du auf ihn setzt. Also so absichtlich. Meinst du? Nein. Ich vertraue Tim eigentlich. Ich vertraue dem Tim auch. Ich vertraue dem Tim nicht. Dankeschön. Der hat getrunken. Ach, ich habe doch nicht getrunken. Du Konrad, weißt du, was mit der letzten Person passiert ist, die mir vertraut hat? Das stimmt, du hast genossen, ne? Was ist denn mit der passiert? Ist eigentlich alles cool gelaufen. Ich weiß nicht, ob was ihre gerade hinaus wollte, aber. Achtung, Schild! Ey, ich bin, ich starte ja schon. Ach, das ist das, wo ich mal gleich gegen die Flasche geflogen bin am Anfang. War das nicht das, wo Storm gegen Kran und eigentlich alles geflogen ist? Ist das nicht jedes Flugrennen so? Ja, deswegen bin ich ja so verwirrt. Ich rate jetzt gerade nur. Geh ja, weg von mir! Ich mach mal wieder mein viel alle Ehre. Du Kranzen! Du was? Entschuldigung. Ich mag Kranzen. Warum? Du auch nicht. Oh, fuck. Kann es nicht. Ich auch nicht. Vor allem nicht mit diesem Flugzeug hier. Auch ein kleineres. Och, nö. Ja. Ja. Zieh hoch die Mühle. Du wettest auf mich. Ja, aber nur 10.000. Kein Thema. Ja. Und genug, mich in der Luft zu zerstören. Ja, Konrad, setz ihn noch unter Druck. Das Schlimme ist, ich hab ihn gerade vom Himmel geholt. Ich hab 50.000 auf dich gesetzt, Junge. Vor allem das Schlimme ist, Konrad hat da noch nicht mehr auf den Mobil gewettet. Ah, dann war das so ein Masterplan. Ich wusste es. Der Konrad, also in Wirklichkeit ist nicht der Konrad der Pinky, sondern der Storm. Nein! Also ich wäre für Waffen gewesen, habe ich von Anfang an gesagt. Also jetzt würde ich auch sagen, wir hätten GTA nehmen sollen. Habe ich gesagt. Bist du hinter mir? Nein. Nee, ich wollte kein GTA. Ja. Also jetzt wäre ich auch dafür, dass wir hätten nicht fliegen sollen. Easy. Die Rennen ist schon vorbei. Was? Ja, ist klar, oder? Jetzt was, Falli wurde Zweiter? Hallo? Ja, ne, ist klar, oder? Wollt ihr mir eigentlich komplett den Anus aufreißen, oder was? Ja. Hey, Alter! Ist das nicht eigentlich schon bei dir? Zwei Runden. Und jetzt fick mich zwei Leute in der Luft nieder und ihr macht nur eine Runde. Ja.
aber why doch nicht? Wenn ich euch nicht so lieben würde, dann würde ich einen auf Roach machen und vor eurer Tür stehen und sagen, hey du Österreicher! Ey, ich bin Fünfter! Ich bin Fünfter. Also, ich bin ins Fünfte als Ziel gekommen. Ist schön, der Tina beim Fliegen zuzugucken. Ja, finde ich auch. Kann das doch gar nicht. Wer fliegt denn da nicht der Strecke nach? Das war ich. Hast du schön gemacht. Dankeschön. Ja, Bro. Das habe ich extra nur für dich gemacht. Das war eine Runde, weißt du? Und so dankst du das ein, also ehrlich. Ich kann diese hässliche Fresse bald nicht mehr sehen. Ich auch nicht. Wettgewinne. Vor allem, sollen das irgendwelche Tattoos sein, die er da am Bauch hat, oder? Ja, das hat Laura mal wieder gemacht. Okay. Oh, minus 10.000. 6.550. Ich hab 1.310 bekommen durch die Wette. Wie ob einfach so eine Übermacht kommt. Was muss man denn da machen? Einfach runterfallen? Ein Helikopter ja. Gewesen, Mann. Einfach runterfallen. Und L2 und R2 so nebenbei drücken und lenken. Nein. Du musst halt in so Ringe reinfliegen. Und immer Dreieck drücken. Und je nachdem, wie genau du in den Ring reinfliegst, desto mehr Punkte kriegst du. Es kommt also nicht auf Schnelligkeit, sondern auf Punkte an. Okay. Nein, das ist ein ganz kreis Video. Muss so schnell wie möglich unten sein. Am besten Balli. Fall schon erst kurz vom Boden ziehen. Du darfst auf Waffen benutzen. Echt? Oh Gott. Ja, hab ich eingestellt. Aber sag's den anderen nicht. Ach, tatsächlich, schwerste Panzerung kaufen. Ach, ich fliege als erstes runter, weil mich ja keiner von hinten mehr schießen kann. Hast du eine Ahnung? Ja, so ja. Wie ihr geflüstert habt, hab ich's nicht mitbekommen. Ja, ich weiß, du bist ja auch taub. Was? Aber man hat die ja Mission ist was für uns, da steht jeder halbblinde Zivilidiot. Ja. Ich wette mal. Boah, er bohrt schon wieder eine Nase, weißt du? Ach, das mit dem Wetten ist mir zu riskant. Aber du hast doch genug Kohle. Na und? Ich muss mir bald eine Panzerfaust kaufen. Boah, weißt du, wie das ist? Ich muss wieder sparen, Laucher gibt zu viel aus. Schuhe und Tattoos. Ja, bei der Panzerfaust ist mein Helikopter rosa. Was ist denn da? Let's go, bitch! Wie öffnet man den Schaltschirm? Da nicht. XXXXXXX. Okay, welche Waffe habe ich zum Schießen? Eine Uzi. Wie ging das nochmal? L1. Nee. Achso, wir können schießen auch. Aber ich weiß nicht, ob man respawnt. Wenn nicht, wäre das ziemlich kacke. Naja, respawnt man schießen auch. Wie ja, schießt man denn? An L1. Mit Dreieck. Achso, bei euch ist L2. Ich hab's hier umgestellt bei mir. Nee, ich fliege am Ziel vorbei. Ich auch, lass mal. Ich lass das lieber mit schießen. Alter, das geht ja gar nicht. Schießen ach, und fliegen. Muss ja richtig zielen und schießen. Ach du Scheiße, der schießt ja nicht automatisch wie beim Autofahren. Boah, ist das kompliziert. Das ist so schwer. Was, der zielt bei dir beim Autofahren automatisch? Ja, teilweise schon. Ach, deswegen? Wenn ich Beifahrer bin. Du hast so einen Cheater-Controller. Das ist doch bestimmt kein GTA, was du da spielst. Doch, sonst würde ich ja nicht hier sein, oder? Ich glaube, du spielst Hello Kitty und der große Inselspaß. Aber ich habe heute auch als Beifahrer geschossen und da ist kein Autovisier. Doch, wenn die Nagel nicht dran sind, dann schon. Was ist denn jetzt passiert? Du kleiner Fickfrosch! Habt ihr gemacht? Ich glaube, ich du bist so ein kleiner Fickfrosch. Das kann okay, doch nicht. Also er kann nicht respawnen, oder? Nein! Okay, das ist natürlich übelst. Ah, geil. Jetzt Minecraft spielen, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Nein. Oh Mann. Ah, oh, verpiss dich. Boah, Alter, die Kurven hier sind aber auch wirklich übelst. Ich bleib hinten und konzentriere mich einfach aufs Rennen. Die Punkte. Alter, ich krieg den gar nicht mehr.
Könnte mal jemand den Roach abschießen? Ich bin schon zu weit unten. Ja, dann schieß von unten. Derjenige, der Roach abschießt, kriegt von mir ein Auto geschenkt. Echt? Ein Auto? Im Real Life? Nein. Wie sieht denn der Roach aus? Dann. Yeah, ich bin gelandet! Das neue Leben darf. Schau mal, wie er einfach nur fliegt und alle abschießen will, der kleine Pisser. Der fliegt gar nicht durch die Kreise, der schießt euch alle nur ab. Ah. Bin ich nicht, ja, ich bin gelandet. Ja, er ist hier. Er ist ein Kameradenschwein. Eigentlich müsste er die Maske tragen. Boah, ich hab's überlebt, er war ganz knapp. Ey, ohne Witz, das war so verlockend. Es tut mir leid, Konrad, aber das war echt verlockend. Du gibst zu, du hättest es auch an meiner Stelle gemacht. Also, du bist ja bald wieder bei mir. Das letzte Mal, als ich von dir den Satz, es tut mir so leid, hörte, da waren zwei Leichen bei Antört neben dir. Stimmt. Bei dieser Szene musste ich so unfassbar lachen. Ich komm an, warum liegt da ein toter Falli und ein toter Bezos? Tja. Tut mir so leid. Der Morg hier daher und gewinnt einfach mal. Ey, ich hab auf ihn gewettet, ey, was los? Deswegen hast du uns alle abgeknallt, du kleiner Idiot. Nein, nicht nur deswegen, das war einfach verlockend. Flieg noch, ich bin gleich fertig, glaube ich. Ey, ach, du Scheiße, die ist ja noch ganz oben. Boah, wo bist du denn noch? Ey, was machst du denn? Wie langsam fliegst du denn? Was ist denn los bei dir? Ich könnte immer noch Erster werden. Weißt du, die Waffen weg. Ich geh mir mal was kochen. Stimmt, ich könnte echt immer noch Erster. Ich geh mal kurz. Ich bekomme da aber echt Angst, langsam aber sicher. Die hat jetzt schon mehr Punkte als du, Mowgli. Nee, Mowgli hat 300. Ich hab über 300. Naja, ich sag mal so, ne, wenn sie jetzt perfekt landet. Ja. Dann bist du am Arsch, Junge, dann hab ich kein Geld mehr. Bitte gewinn, Tina. Genau, Mühe. Tina, los. Ich geb mir Mühe. Jetzt genau in die Mitte. Oh. Alle ruhig sein. Sie muss sich konzentrieren. Komm her. Ja! Nee, naja, das war, ich gewinne aber trotzdem, weil da hatte... Was zum? Nein, oder? Nein! Ja. Na, ich sehe gar nichts. Ja, ich sehe auch noch nichts. Spannung steigt. Zweiter! Wer ist denn Erster jetzt? Ich sehe gar nichts. Oh, null Punkte. Ich sehe noch nichts. Schon wieder der Hässliche! Ich bin Dritter. Naja, gut. Alter. Wer hat gewonnen? Der Hässliche! Ich bin echt dafür, dass Tim nicht mehr mitspielen darf.